Ich zeige euch jetzt den Achterknoten. Dafür habe ich mir ein Seil genommen und lege es in einer Schlaufe hin. Nehme das linke über das rechte, drehe die Schlaufe einmal nach links und dann sollte das so aussehen. Nun nehme ich das von rechts kommende Ende und stecke es von unten durch die Schlaufe. Wenn ihr es jetzt zuzieht, seht ihr schon, euer Achterknoten ist fertig.